Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Simulanten. Wir spielen wieder Elite Dangerous. Wir sind hier in Brand City das letzte Mal gelandet. Einer, ja, großen Station. Wo sind wir überhaupt? Wir sind im System. Hier unten steht's ja Nanjabinja. Ja, nachdem wir letztes Mal ja uns in neue Systeme vorgewagt haben. So ein bisschen mehr in Richtung Sonnensystem. Und das ist so ein bisschen ja das Langfristziel, dass wir da mal hinkommen und dann unseren eigenen wunderschönen Planeten Erde mal betrachten können. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass in diesem System, in unserem Sonnensystem sehr, sehr viel los sein wird, weil ja das wahrscheinlich ein Ziel für viele Spieler ist. Und jo, aber die nächsten Folgen, würde ich sagen, bin ich erstmal hier in der Gegend, werde ein bisschen handeln, ein bisschen Geld schöffeln, mal ein bisschen ja ein paar Aufträge machen. Vielleicht schaffe ich es ja dann auch endlich mir das Schiff meiner Träume zu kaufen. Wenn wir schon dabei sind, kann ich direkt mal nachgucken, was es denn hier so für Schiffe gibt in der Werft. Die Viper, das ist das Teil. 142.000. Das ist halt schon ein ziemlich cooles Teil. Sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich. Cobra Sidewinder, die haben wir jetzt. Die wollen wir nicht. ASP ist zu teuer. What? Die habe ich noch nie gesehen. Eine Python. 56 Millionen Credits. Alter Falter, was ist das denn? Okay, auch ein Frachter. Aber nicht nur offensichtlich. Das sieht schon auch ein bisschen kampfmäßig aus, das Ding, finde ich. 4 Werkzeugsteckplätze. 3 große Aufhängungen. Und dann noch eine Anaconda. Holy shit. 146 Millionen Credits. Das ist dann aber wahrscheinlich das Handelsteil. Ja. Alter. Das ist da ein Witz dagegen. Der Type 7 Transporter. Dann haben wir noch eine Eagle. Achso, das ist das kleine Ding, ne? Das, was wir uns schon leisten könnten. Aber ich möchte gerne föderales Abwurfschiff. Oh, schaut mal an. Es gibt auch Schiffe, wo man einen speziellen Rang braucht, dass man die kaufen kann. Lastesel der föderalen Kriegsflotte. Was kann ich mit dem dann anfangen? Ja, Truppen transportieren oder was? Wie soll das in dem Spiel funktionieren? Weiß ich noch nicht. Aber ich möchte jetzt erstmal die Viper. 142.000 Credits. Beziehungsweise 145.000. Das ist so die Hausmarke, die wir uns merken können. So, schauen wir erstmal. Gibt es irgendwelche coolen Aufträge hier? Was überhaupt keinen? Das ist ein Scherz, oder? Ah, hier. Okay. Nicht erreichbar für mich. Ist auch eine Kampfmission, da sind wir zu schlecht ausgerüstet. Dann müssen wir eben, ja, ein bisschen handeln. Was haben wir denn hier so, auf Lager? Irgendwas hoch? Ah, hier. Künstliches Fleisch. Haben wir viel auf Lager. Fortschrittliche Katalysatoren. Okay. Das ist was, mit dem man wahrscheinlich gut Profit machen kann. Oder Roboter. Auch nicht schlecht. Aber ich werde natürlich mal wieder mein kluges Programm befragen. So. Fine Trades. Wir sind in Brand City. Das tippe ich mal ein. Brand City, natürlich muss ich Nanjabinja. Oh, ich habe sogar richtig geschrieben auf Anhieb. Wahnsinn, ohne nachzugucken. Nanjabinja. Ja, wir wollen nicht so lange. Minimaler Profit. 1000 wäre schon geil. Ne, wobei per Tonne, das geht ja nicht. Machen wir mal 300. Ship size small.
So, jetzt ist hier gerade One Way. Aber man kann auch nach... Okay, die haben dieses Programm offensichtlich verändert. Okay, man kann auch diesmal nach Zweiweg-Handelswegen suchen. Das ist natürlich sehr praktisch. Search. Okay, hat nichts gefunden. Super. Distance. Aber das ist viel zu weit. Boah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Muss ich erstmal kurz gucken. Auf meine Karte. Wo könnte ich denn hinsegeln? Von Nanja Binja aus. Ja, es gibt hier schon viele Möglichkeiten. Da, nee, da komme ich nicht ganz hin. Aber hier komme ich hin. LHS. LHS 1794. Oder auch nach Susano. Tao Ti. Naja. Nicht so geil. Aber hier sehen wir doch, hier wird doch irgendwas exportiert, ne? Wenn wir uns mal die Handelsströme anschauen. Show all. Da können wir natürlich auch hinfliegen. Ah, das ist zu weit weg, verdammt. Verdammt. Aber Nanja Binja exportiert. Kommen wir dahin? Auch nicht. Aber die sind alle so weit weg. Sollen die näheren gelegenen Systeme exportieren wir nichts. Aber LHS 1794. LHS 1794. Da möchte ich mich mal informieren drüber. Warenmarkt. Und da oben LHS 1794. So, was exportieren wir da? Irgendwas, was wir zufällig hoch haben. Künstliches Fleisch exportieren wir dahin. Und auch fortschrittliche Katalysatoren. Wollen wir das mal riskieren? Einfach mal ohne mein kluges Programm zu benutzen. Vielleicht funktioniert es ja doch irgendwie. Also, dann würde ich sagen, kaufen wir einfach mal Katalysatoren. 4 Stück. Und liefern die nach LHS 1794. So. Gehen wir das gleich mal. Ist halt echt doof, dass es hier nur eine Station in dem System gibt. So. Und starten. Und wie gesagt, mein Ziel ist, ich möchte diese Viper haben. Und dann kann ich euch auch mal ein bisschen Action präsentieren mit dem Ding. Das ultimative Kampfschiff. Dass man dann auch nicht so leichte Beute für andere, weil die schon von vornherein sich eher nicht so an der Viper rantrauen. So, da kommt gerade ein Schiff rein, oder? Wow, ein Brummer. Und noch eins. Das war so ein kleiner Jäger. Scan detected. Ja, scan mich doch ruhig. So. Da wollen wir hin.
Mustern wir mal kurz. So, und los kann's gehen. Dann springen wir mal wieder. Und schauen, was es in diesem System gibt. Beziehungsweise kommen wir aus dem System her. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem System ich letzte Folge eigentlich war. War das LHS 1794? Ich glaube nicht, ne? Aber das werden wir dann gleich sehen. Ob die Sonne, die dann da ist, uns unbekannt oder bekannt ist. So. Ui. So. Jetzt schauen wir mal. Mal ein bisschen langsam. Schauen wir mal, wo wir jetzt hingehen können. Ricardo Landing. Ach doch, da waren wir schon, ne? Da waren wir doch schon. Na gut, dann bleibt uns da nichts anderes übrig, als dahin zu fliegen. Und hoffen, dass wir da unseren. Was ist das denn? Ist das ein Planet? Das sieht aber seltsam aus. Kann ich den scannen? Ah, nicht erforscht. Okay. Dann scannen wir den mal. Den habe ich jetzt ganz zufällig gefunden. Das war natürlich auch noch so eine Sache, die ich gerne machen würde. Das kann ich dann mir dann, glaube ich, auch auf meine Viper installieren. Einfach so einen Scanner. Und dann einfach neue Systeme erforschen. So, jetzt nochmal Ricardo Landing. Und ab dafür. Dann schauen wir mal, ob wir unser Zeug loskriegen. Mit entsprechend Gewinn. Ich hoffe es mal. Ansonsten scheint hier in diesen Systemen aber doch nicht ganz so viel los zu sein. Vielleicht segle ich dann doch gleich irgendwo hin, also irgendwo weiterhin. Weil ich meine, in jedem System nur eine Station, das ist ein bisschen wenig. Finde ich persönlich. Mal gucken, wo wir dann. Oder wie wir weiter vorgehen müssen, wenn wir in Richtung Sonnensystem wollen. In Richtung Sol. So. Wir beschleunigen 10-fache, 12-fache Lichtgeschwindigkeit. So, ganz schön weit weg das Ding. Und das ist ein Sonnensystem. Okay. Dauert das heute länger als sonst? Oder bin ich gerade nur zu ungeduldig? Boah, nee, das System ist echt scheiße. Ganz ehrlich. Schon allein, bis man da mal bei diesem Ricardo Landing ist. Ich glaube, da suche ich mir dann noch irgendwas anderes in dieser Folge. Aber erstmal das Zeug verticken. Hoffentlich nicht mit Verlust. Das wäre ein bisschen dämlich. So. 50-fache Lichtgeschwindigkeit, kein Problem. Wir haben es halt drauf. So. Dann kommen die Sachen jetzt schon näher. Jawohl, und da sind andere Schiffe. Langsam, wieso denn? Passt doch noch alles, oder? So. Jetzt kommt mein Tempo dann auch runter.
Ah, stimmt, das war dieser Planet mit dem mit den Ringen. Weil jetzt sind wir ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Warum den verlangsamen? Warum verlangsamt der die ganze Zeit? Ich bin doch an nichts dran. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen abbremsen. Also das hat jetzt echt gefühlt ewig gedauert. Das kam mir sonst irgendwie immer schneller vor. So, 7. Ach, ist er jetzt auf der anderen Seite von dem Ding. Ist jetzt aber ärgerlich. Ui. So, fehlt nur noch die Entfernung. Stimmt, das war dieser Eisplanet. Hört ihr das? Als ob irgendwas an meine Scheibe rieselt. Sehr cool. Mann, jetzt kommt doch mal näher. Das hat das Gefühl echt ewig gedauert. Oh Mann, nur weil ich an diesem Kackplaneten gerade dran bin. Eieiei, dauert das ewig. Er beschleunigt jetzt auch nicht mehr, weil ich zu nah am Planeten dran bin. Das ist dann diese Massebeschränkung. So, jetzt geht's wieder vorwärts. Und raus. So, hallo Ricardo Landing. Gehen wir gleich mal in die Kontakte. Landeerlaubnis. Was? Achso, ich muss auf 7000. So, jetzt aber. Landeplatz 2. Ist das zufällig gleich hier oben? Das wäre echt praktisch. Stimmt, ja, das war dieses Gestell, ich erinnere mich. So. Ist das 2? Ja, das ist 2. Ah, scheiße. Wir müssen, glaube ich, von der anderen Seite rein. So. Landing gear deployed. So. Na. Zack. Mit ein bisschen Funken sprühen. So, jetzt hoffe ich mal wirklich, dass wir das Zeug hier loswerden. Ich meine, los auf jeden Fall, aber mit einigermaßen gewinnen. Nachfrage niedrig. Ja, super. Na, klasse. Das hat sich ja voll gelohnt. Das stört mich an dieser Anzeige, ja. Deswegen verwende ich auch lieber dann diese Website, weil das dann einfach irgendwie nicht stimmt. Naja, gut, ich mache immer noch 1000 Profit, aber trotzdem. Es hätte mehr sein können. So. Nee, ich würde jetzt hier gerne weg, woanders hin, wo mehr los ist. Außer ich bekomme jetzt hier noch einen coolen Auftrag. Oh, okay. Was haben wir hier? Can you be the hero Ricardo Landing needs? Profitable Geschäfte. Galit. 3 Galit. Das ist sehr lukrativ, das mache ich. Das kriegt man bestimmt irgendwo her. Was haben wir hier noch? Rebellenübertragungen suchen. 2 Stück. Ah, das dauert aber immer so lange. Jetzt suchen wir erstmal Galit. Schauen wir mal, kann ich das jetzt wenigstens eigentlich mit dieser Karte irgendwie machen? Ich finde es halt irgendwie schade, dass man, um das anständig irgendwie zu spielen, dann immer diese
diese externen Websites oder so braucht. Da könnte man hier durchaus noch was verbessern. So, clear. Galit. Ist das gleichzusetzen mit Gallium, ja? Hoffe ich doch mal. Oder ist das ein Mineral zufällig? Oh, es wäre ein Mineral gewesen. Da hätten wir jetzt direkt das Falsche eingekauft. Okay. Susano. Hat das? Da waren wir aber noch nicht, ne? Dann fliegen wir mal nach Susano. Nehmen wir das als Ziel. So, und jetzt gucke ich gleich mal nach. Wieder auf der klugen Webseite. Ob Susano. So, wir starten. Ricardo Landing. Das funktioniert natürlich wieder nicht. Oh Mann. Wo bin ich nochmal? LHS. Steht das hier nicht irgendwo? LHS. Boah, mein Gehirn. LHS 1794. Okay. LHS 1794. Ricardo Landing. Und wir wollen nach Susano. Oh, hier gibt es sogar zwei mit einem O, mit zwei O. Mein Gott. Ist das genau. Hätten die sich nichts Kreativeres einfallen lassen können, als einfach noch ein O irgendwo hinten dran zu hängen. So, wo muss ich hin? Mit zwei O. Okay, das mit zwei O. Susano. Na gut, hier gibt es diese Minestation. So, Cargo, wir haben Cash. Da haben wir zumindest mal ziemlich viel. So, jetzt suchen wir mal. Keine Results? Na super. Ja, das ist doch sehr gut. Boah, dieses System ist echt... Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. So, Susano habe ich markiert, ne? Ja. Komm, dann schauen wir, dass wir hier gleich abdampfen. Dann holen wir uns da noch das Galit und dann die Belohnung und dann dampfe ich in irgendein anderes System. Ship released. Engines engaged. So, Susano. Dum-dum-dum. Ach halt, mein Fahrwerk ist auch noch drin. Ich hab mich schon gerade gewundert, warum der Booster nicht funktioniert. Wollte mich schon wieder beschweren, dass was mit meinem Joystick nicht stimmt. Aber nein. Da hat nur das Fahrwerk gefehlt. So. Auf nach Susano. Da waren wir jetzt, glaube ich, wirklich noch nicht. Aber da, wie ich es gesehen habe, also wie ich gerade auf meiner Website hier gesehen habe, gibt es da offensichtlich auch nur eine Station. Das finde ich dann irgendwie langweilig. Irgendwie so unnütz, da hinzureisen. So, aber wir kriegen zumindest unser Galit daher. Und daher ist es nicht ganz für die Katz. So. Wo war da unten schon die Station etwa? Ich habe doch da irgendwas gesehen. Hinter der Sonne. Ah, das ist nur wieder ein Navigationssignal. Okay. So, dann müssen wir zu den Minen. Huygens Mines. Die sind da. Was auch noch cool wäre, wäre eigentlich mal irgendwie so eine, auch auf der Karte vielleicht so eine Übersicht,
wo man quasi sieht, wie viele menschliche Spieler gerade irgendwo unterwegs sind. Denn das weiß man hier eigentlich nicht wirklich, ob die Dinger, die hier rumfliegen, alles KI sind. Ich würde es mal vermuten, denn bei einer Galaxie mit 400 Milliarden Sternen oder Sonnensystemen und was weiß ich, wie viele Spieler das Spiel gerade spielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da auf jemand anders trifft, irgendwie nicht sehr groß. Und deswegen möchte ich mich auch in Richtung Sonnensystem orientieren, weil ich einfach wirklich glaube, dass das halt einfach so ein, ja, so ein Anziehungspunkt, irgendwie so ein Ziel ist von vielen anderen. Warum wird schon wieder verlangsamen? Was soll denn das? Ist hier irgendwo ein Planet oder wie? Schon wieder. Oh, ein Rohstoffabbaustandort. Okay. Ich sehe aber hier keinen Planeten. Keine Ahnung, warum wir verlangsamt haben. Ah, aber da unten ist einer. Ein Rohstoffabbaustandort. Okay, cool. Aber wir wollen jetzt dahin. Das ist zum Beispiel dann wahrscheinlich ganz lukrativ, wenn man hier unten Rohstoffe abbaut und dann hier direkt abliefern kann. So. Dann schauen wir mal, was das für eine Station ist. Bestimmt auch wieder so ein komisches Gestell, wie gerade eben auch schon. So. Ein neuer Planet. Ein neues astronomisches Objekt. Aber noch unerforscht, leider. Warte mal, das kann ich eigentlich schnell machen. Scan mal. Das können wir dann vielleicht wieder irgendwo verkaufen. So, komm. Hau rein. Susano 1A. Okay. Und da ist die komische Mine. Ah, da wollte noch jemand hin. Der ist dann gerade rausgesprungen. Habt ihr es gesehen? So. Und wir springen auch raus. Huygens Mines. Okay. Ah, da wollte ich nicht hin. Landeerlaubnis. Nummer 1. Ich nehme an, das ist das da oben. Waffenfreie Zone betreten. Man sieht hier aber auch irgendwie keine Schiffe, um das zu kontrollieren. Also da könnte man wohl auch ziemlich gut Pirat spielen. So. Danke. So, jetzt wieder ein bisschen langsamer machen. Ups, das ging mal gut. So, dann holen wir uns hier unser Galit. In der Hoffnung, dass es einigermaßen billig ist. So, Warenmarkt. Galit. Ja, okay, Mittel. Das geht, glaube ich, besser, aber ich nehme mal gleich ein paar mehr mit. Cargo hold at maximum capacity. Danke, weiß ich doch. So. Und dann geht's auch schon wieder zurück nach LHS 1794. Oder?
Ja. Ich war jetzt kurzzeitig am Überlegen, ob wir jetzt von hier oder doch aus Nanja Binja gekommen sind. Mein Kurzzeitgedächtnis ist echt miserabel irgendwie gerade. So, dahin und starten. Und dann nochmal zurück. Dann geben wir unseren Auftrag ab. Kassieren noch ein bisschen leichtes Geld. So. Wir warten wieder kurz, bis die Massesperre weg ist und go. Just heute habe ich ja gelesen, dass irgend so ein privates amerikanisches Weltraumunternehmen, also es sind solche, die wahrscheinlich dann irgendwann mal Touristen ins All fliegen wollen, ja in Deutschland nach Flughäfen suchen, auf denen man dann quasi auch mit so Raumschiffen, Raumshuttles landen könnte. Und die haben wohl irgendwie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern als idealen Standort ausgemacht, weil das halt einfach auch nicht sehr dicht besiedelt ist. Ja, ich finde es immer schade, wenn das immer amerikanische Unternehmen sind, die sowas machen und wir sowas auch nicht mal selber auf die Beine stellen können. Weil wenn man bedenkt, was deutsche Ingenieure schon alles geschaffen haben, aber irgendwie scheint das in den letzten Jahren alles stark nachzulassen. Woran das wohl liegt, man weiß es nicht. Ich meine, gerade die Raumfahrt, ja, die amerikanische Raumfahrt, fußt ja auf dem, zum großen Teil auch auf dem Wissen von deutschen Wissenschaftlern, die die Amerikaner einfach nach dem Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten mitgenommen haben. Bestes Beispiel natürlich Werner von Braun. Ohne den werden die Amis wahrscheinlich erst sehr, sehr viel später auf dem Mond gelandet, wenn überhaupt. Also das Potenzial wäre sicherlich da, dass man sowas auch bei uns selber machen könnte. Aber irgendwie scheint auch der politische Wille zu fehlen. Die Visionen einfach, ja. Es fehlen die Visionen. Man flickt lieber kleine Löcher zu, anstatt irgendwie den großen Sprung zu wagen. So ist zumindest mein Eindruck. Ich glaube, im Trailer von Interstellar wurde das ja so genannt. Wir haben aufgehört, Pioniere zu sein. Ja, ist auch irgendwo was Wahres dran. Weil einfach die Visionen fehlen. So, aber genug philosophiert. Jetzt steuern wir erstmal Ricardo Landing an. Und schauen, dass wir unser Galit loskriegen. Und danach suchen wir uns noch ein anderes System, wo ich dann vielleicht noch hinfliege. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. War jetzt nicht sehr spannend, aber ich fürchte, die nächsten Folgen werden auch nicht viel besser. Zumindest bis ich mal das Geld zusammen habe, um mir diese Viper zu kaufen. So. Dann sind wir gleich wieder da. Warum verlangsamt? Ach, oder war da. Moment, sind wir gerade an irgendwie so eine Art Mond vorbeigeschlittert? Irgendwie meine ich da in meinem Augenwinkel rechts oben gerade irgendwas gesehen zu haben. Dann würde das auch erklären, warum wir verlangsamt. Oder warum wir die ganze Zeit immer verlangsamen zwischendrin. Oh, jetzt segel ich dran vorbei. Scheiße. Na gut. Na gut, dann machen wir es wieder in diesem Anflug.
4, 3, 2, 1 und Jump. So, hallo Ricardo Landing, wir sind wieder da. Wir haben euch was mitgebracht. Ich nehme mal nicht an, dass Galit illegal ist. Sonst haben wir jetzt nämlich ein Problem. So, Ricardo Landing. Nummer 1, da leuchtet es auch schon auf. Ich bin auch gespannt, wann es dann irgendwann mal das nächste große Update für Elite Dangerous kommt. Im Moment kommen ja mehr so kleine Updates, um Bugs zu fixen. Ich meine, ist klar, bei einem neuen Spiel. Aber ich habe es ja schon mal irgendwann gesagt, die nächsten großen Projekte sind ja irgendwie, dass man auch irgendwann mal aus seinem Schiff dann aussteigen kann, auf Stationen rumlaufen, vielleicht sogar Schiffe entern kann. Das ist natürlich sehr geil. Allerdings ist es dann vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Ich meine, da wird es sicherlich dann auch Kämpfe geben auf dem Schiff. Da müsste man dann immer zwischen Maustastatur und Joystick switchen, weil Ego-Shooter mit Joystick ist ein bisschen schwierig. So, Sternhafendienste. Dann geben wir mal unseren Kram ab. Auftragstafel. Fracht abliefern. Dankeschön. Und dann verkaufen wir noch das eine, das übrig ist. Hoffentlich auch mit Profit. Ja, niedrige Nachfrage. Na okay, ein ganz kleiner Profit. Aber wir haben jetzt immerhin schon 83.000. So, und jetzt würde ich sagen, tanken wir nochmal auf. Und jetzt schaue ich mich mal auf der Karte um, wo wir noch hinfliegen könnten. Navigation. Galaktische Karte. So, wir sind jetzt hier. LHS 1794. Da hinten ist Sol. Also müssen wir auf jeden Fall weg in diese Richtung irgendwie. Da kommen wir nicht hin. Realistisch, das ist das. Karte. Kann man eigentlich irgendwo filtern? Nach der möglichen Reichweite. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht hin, ne? Nee. Dann muss ich wohl oder übel, so wie ich das sehe, das Sol ist da hinten. Wie kommen wir denn da hin? Hier sind auch mal Planeten von der anderen Föderation. Beziehungsweise... Achso, ne, die sind unabhängig. Okay. Unabhängige. Das wäre natürlich auch mal interessant. So, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nach Susano. Und dann nach Wongshare. Was von Susano nach Wongshare sind's? Oh shit, wie kommen wir denn da hin? Wie bewege ich mich am günstigsten in Richtung Sol? Warte mal, wenn ich einfach mal zu Sol hingehe. Derzeitiger Standort. Ziel. Hier kann man eine Route eingeben, okay. Ziel. Achso, da muss ich erst nach Sol suchen. Sol. Na? Ziel Sol. Route. Sprungreichweite.
Schnellste Routen. Wirtschaftsrouten. So, wie funktioniert das jetzt hier mit dem Navi? Ah, warte mal. Okay. Ah, so komme ich vorwärts. In den Tascheta-Sektor. Und dann in den Tascheta-Sektor Dingens. Nee, aber dann komme ich hier nicht mehr weg, ne? Shit. Oh Mann, das ist schwierig. Susano. Susano, Wongshare. Das ist nicht so leicht. Ich glaube hier oben, wenn wir hier oben hinkommen. Also muss ich doch irgendwie hier nach Geminorum. Komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Wongshare. Das sieht eigentlich auch cool aus hier, weil man viele Systeme in der Umgebung hat. Vielleicht dann doch ein lukrativer Handelspunkt. Plot Route. Also, beziehungsweise, warte mal, so kann man doch eigentlich auch nachgucken. Sol? Ey, nein, ich will nicht Solati, ich will Sol. Was macht er denn jetzt? Hier, Sol. Ah, Route unavailable. Guck mal, da komme ich gar nicht hin. Wahrscheinlich mit meiner Reichweite. Shit. Also dann gehen wir doch in Richtung Wongshare. Schauen wir mal. Das sieht eigentlich lukrativ aus, weil hier überall viele Systeme außenrum sind. Also Wongshare. So. Dann starten wir mal. Und dann fliegen wir noch nach Wongshare. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Ship released. Engines engaged. Ist das schon irgendwie hier drin? Ach so, die Route ist direkt dann... Ah, das ist natürlich cool. Der weiß dann automatisch, okay, ich muss zuerst nach Susano. Ich meine, das sollte man in diesem zu diesem Zeitalter auch erwarten können. Ja. Eine einigermaßen akzeptable Navigation. So. Susano. Und dann Wongshare. Dann hoffe ich mal, dass wir da einfach mehr Glück haben. Ein cooleres System und coolere Systeme außenrum. Sol kommen wir, wie gesagt, nicht hin. Da brauchen wir ein Schiff mit größere Sprungreichweite wahrscheinlich. Schade. Beziehungsweise, gut, neues Schiff wollte ich mir sowieso früher oder später kaufen. So, hallo. Und jetzt geht's weiter auf der anderen Seite der Sonne. Oder auch nicht. Hier, Wongshare. Und gleich nochmal laden. 7,5 Lichtjahre, aber gerade so, dass wir da hinkommen. Gerade so. 3, 2, 1. So, da waren wir noch nie. Schauen wir mal, was es da so gibt. Ich hoffe einfach mal ein System mit mehreren Stationen. Dann kann man da auf jeden Fall schon mal leichter Geld machen. So, und dann schauen wir mal. Ich sehe Ludolf City. Oh, ist das wieder nur eine? Scheiße. Das ist auch wieder nur so ein Rohstoffsystem. Oh Mann. Na gut, da müssen wir jetzt vorläufig dahin. Zumindest auftanken.
Dann schauen wir, dass wir uns das nächste Mal weiter vortasten. Auf der Suche nach irgendeinem System mit mehreren Stationen. Das soll es doch irgendwo geben. So, Suit of City. Wir verlangsamen schon wieder. Sind wir schon wieder an irgendwas vorbeigeflogen, ohne es zu merken. Das Problem ist halt, dass man die Planeten oftmals dann auch nicht sieht, weil die eben gerade nicht von der Sonne angestrahlt werden oder sonst was. Aber eigentlich ist die Sonne ja hinter uns, also das kann nicht der Grund sein. Boah, das ist auch alles so weit weg hier, ne? Das kommt mir heute irgendwie ewig vor. So. Wir nähern uns. So, 12, 11, 10. Dann bremsen wir ein bisschen ab. Oh, ein Schiff kommt da gerade. Hui. Suit of City. Ist aber leider keine Stadt, sondern wieder nur so eine komische Minenstation. Oder eine Raffinerie. So habe ich zumindest das Symbol gedeutet. So. Das sieht auch nach Gasplanet aus. Sehr hübsch. So, Tempo reduziert, Entfernung reduziert sich. Ein neues astronomisches Objekt. So, Tempo ist im grünen Bereich, beziehungsweise im blauen Bereich. Distanz auch gleich. So, und Sprung. Ja, das ist wieder nur so eine Minenstation. So, Kontakt, Landeerlaubnis. Denied. Danke. Und wir landen hier. Suit of City. Oh, das sieht irgendwie anders aus wie. Das sieht irgendwie ein bisschen anders aus wie die anderen, ne? Kommt mir so, zumindest so vor. So. Da ist die Nummer 1. Sind wir gleich richtig? Vom Anflug her? Ja. Können wir gleich das Fahrwerk raushauen. So. Zack. Ein leicht harter Aufprall. So, dann gehe ich noch kurz in den Hangar. Und dann war es das auch schon wieder. Dann beenden wir diese Runde auf Suit of City, einem industriellen Außenposten der Föderation. Und das nächste Mal schauen wir dann, dass wir endlich mal wieder ein ordentliches System finden. Müsste doch eigentlich da, das sind so viele andere Systeme. Um das hier rum, da müsste doch eigentlich ein ordentliches dabei sein. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht so spannend war. Wenn es der Fall war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder Abo, wenn nicht vorhanden, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Der Simulant. Wir spielen Elite Dangerous. Macht's gut, bis bald und Servus!